Ja, noch einfach. Ist doch auf rückwärts. Was willst du denn? So, und ich möchte bitte die digitale Steuerung haben. Das ist mir persönlich doch lieber. Bei den alten Spielen ist es, braucht man das nicht zu machen. Da muss man digital benutzen. Weil ich persönlich spiele jetzt wieder mit dem Xbox 360 Controller. Und bei älteren Spielen wird das Analoge noch nicht so schön unterstützt. Und da kann es sein, dass man, wenn man den Analogstick einmal betätigt hat, als bestes Beispiel die Need for Speed, die Underground oder Underground 2, wenn man den einmal betätigt hat, kann man eigentlich fast nicht mehr geradeaus fahren. Weil das Ding immer... Ey, jetzt willst du mich verarschen. Ach, wobei, so fühlt es sich auch ganz gut an. Ah, jetzt klappt er wenigstens. So, dankeschön. Seit ich meinen neuen Bagger habe, bin ich der schnellste Fahrer von Sandy Bay. Keine Chance. Ich bin mit meinem Postauto ständig unterwegs und kenne die Straßen. Ich muss da so einen Hamburger machen und kenne die Straßen. Ach, jetzt ist egal. Mama, du brauchst einen Hamburger. Aber ich muss ja... Nee, ich kann es nicht. Ich muss ja schon von Beruf wegen so schnell wie möglich fahren. Ich auch. Aber mein Allrad-Polizeiauto ist schneller als dein Feuerwehrauto. Also bin ich der schnellste Fahrer. Der hat eine Kombinationsfähigkeit, ist der Wahnsinn. Nein, ich bin der schnellste Fahrer. Und ich nehme es mit jedem Herausforderer auf. Jungs, habt ihr schon mal jemanden in einem Bagger ein Rennen gewinnen sehen? Das ist eine gute Stimme. Ja. Der war eigentlich gar nicht lustig, aber... Du könntest nicht mal Holger schlagen. Danke. Na, haltet die Klappe, Jungs. Ich bin so sicher, dass ich gewinne, dass ich sogar Holger einen goldenen Stein gebe, wenn ich verlieren sollte. Hey, Holger. Jo, geht. Komm rüber zur Baustelle und lass uns ein kleines Rennen fahren. Ausrufezeichen. Warum tue ich das so komisch? Okay. Aber mit einem Bagger gewinnt man doch kein Rennen. Was ist los? Okay, nachdem wir diesen ultra lustigen Dialog gesehen haben, zeige ich euch kurz, was goldene Steine sind. Wir sehen jetzt auch da links, links oben sehen wir die Anzeige mit Lego-Steinen. Das werde ich euch im ersten Rennen erklären. Dann drunter kommen wichtige Sachen, die ich erst am Ende der ersten Welt erklären kann, damit es auch Sinn ergibt, wer das Spiel noch nicht kennt. Darunter sind die goldenen Steine und diese Tornados, darauf gehe ich jetzt direkt ein, das... Hallöchen, Holger. Hi, was kann ich für dich tun? Naja, eigentlich sollte ich mit dem Taxi zu meinem Labor fahren, aber der Taxifahrer ist viel zu beschäftigt, um mich zu fahren. Wieso denn? Ach, wegen der galaktischen Meisterschaften sind alle unterwegs und versuchen, ihre Arbeit rechtzeitig fertig zu kriegen, damit sie auch nach Xalax fahren können. Ach, steig ein. Ich habe Zeit, dich hinzubringen. Vielen Dank. Ich wäre ganz schönen Abend dran, wenn du nicht gekommen wärst. Ich komme doch jeden Tag. Kein Ding, komm. Steig ein, Link. Ja, komm, ist jetzt... Ja. Ja, wir haben schon verstanden, worum es geht, Sparky. Es ist wirklich lieb, aber... Spannend, ne? Danke. Ich liebe die Musik. Die Musik ist saugeil. So, wir haben jetzt hier dieses coole Auto, das eigentlich von uns selbst gar nicht nachgebaut werden kann, weil es viel zu viele Teile hat. Und wir sehen jetzt überall auf dieser Karte Ringe, die symbolisieren Leute oder Ziele, die wir mitnehmen oder abholen oder sonst was sollen. Der grüne Punkt symbolisiert den Punkt, wo wir sie hinbringen sollen. Und überall fahren diese Leute mit ihren kleinen scheiß Autos durch die Gegend und versuchen uns zu rammen. Wenn ihnen das gelingt, verlieren wir unser jetziges Hab und Gut, was wir bei uns tragen. Also entweder in diesem Fall Fahrgast oder später müssen wir mal Benzin einsammeln. Und dann müssen wir den natürlich wieder von vorne einsammeln. Und links steht jetzt natürlich, wie viele Leute wir jetzt hier einsammeln müssen, um die Mission abzuschließen. Es ist so eine Art Minispiel, aber die Dinger lohnen sich wirklich und ich empfehle jedem, der sich das Spiel holt. Ich meine, das kann man sich entweder noch kaufen, ja. Das läuft auch, wie gesagt, ich habe Windows 7 64-Bit Home Edition, Home Premium. Das läuft. Man muss halt nur die Methode von am Anfang, die ich benutzt habe, anwenden, dann klappt das. Das ist wirklich eines der Spiele, wo man sagt, ey, Grafik ist nicht gut, aber jederzeit immer wieder. Wie Super Mario World. Naja, aber wer halt überlegt, dieses Spiel auch mal zu spielen oder selbst mal wieder durchspielen will, der kennt es vielleicht, der kennt jetzt vielleicht die Sachen schon. Naja, und unten links steht ja, wie viele Leute wir jetzt mitnehmen müssen. Und am Ende dieser Herausforderung bekommen wir eine kleine Belohnung, die sich wirklich lohnt. Und das sehen wir natürlich. Ich möchte jetzt halt im Vorhinein nichts verraten,
weil für mich ist das Spiel alles andere als blind. Ich kenne das Spiel, ja. Ich kenne das Spiel so gut, ich könnte das rückwärts auf einer Luftpumpe pfeifen. Ich finde die Musik so geil. Ich mag die Musik, ich mag das ganze Spiel einfach so. Das ist so, so richtig harmonisch. Die passt einfach alles zusammen. Gut gemacht. Das hast du prima gemacht, Holger. Kein Problem, hat Spaß gemacht. Ich habe mit den anderen Fahrgästen gesprochen, die du mitgenommen hast. Sie finden, du hast eine Belohnung verdient. Hier, such deinen Autobonus aus. Wenn du es mit Rocket Racer aufnehmen willst, wird das sicher von Nutzen sein. Cool. Danke, Doc. Gut, und hier können wir jetzt auswählen. Ich denke mal, die Sachen erklären sie selbst. Haftung ist halt wirklich Handling. Schild ist der Schutz, wenn wir von Sachen getroffen werden oder irgendwo gegenfahren. Kann es sein, dass sich manchmal Lego-Teile lösen. Je mehr Teile wir dabei haben, desto geringer ist ja der Schaden. Aber je mehr wir unseren Schild boosten, desto geringer ist die Chance, dass wir Teile verlieren, dass wir viele Teile verlieren. Meiner Ansicht nach ist am Ende die optimale Kombination 5 Teile auf Leistung, 3 Teile auf Haftung und 2 Teile auf Schild. Wobei, Schild kann man eigentlich komplett auslassen, aber ich mache immer so ein bisschen noch mit Schild, das kann nicht schaden. Und deswegen fangen wir aber früh an, Leistung zu holen, damit wir das vollkriegen, so schnell wie möglich. Es gibt 5 Welten, so viel sei schon mal gesagt. Und in jeder Welt gibt es immer 2 Tornados, durch die man fahren kann, um sich eben mit einem Minispiel so einen kleinen Bonus zu verdienen. Und dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, wir ziehen jetzt Flammen hinter uns her, wenn wir fahren. Ich fand das, auch als Kind fand ich das total cool, dass da so Flammen und dann, ja. Aber jetzt bin ich natürlich kein Kind mehr. Sondern ich spiele das Spiel, weil ich eine Wette verloren habe. Und ich meine, also das Versteck finde ich ganz gut, aber das war so ziemlich das Erste, was ich überhaupt im ganzen Spiel gemacht habe. Ich bin rauf auf den Vulkan gefahren oder auf den Berg. Ja, das ist, komm, wir kennen das jetzt. Kann ich das nicht überspringen? Sparky, hallo. Wer das Spiel spielen will, braucht schon den IQ von, weiß ich nicht, einer Salatgurke oder so. Ich verstehe schon noch, was mir gesagt wird und was ich machen soll oder was ich erahnen sollte. Ich bin alt genug, ich kann das alleine. Ah, ich liebe die Melodie. Jetzt komm, fahr! Oder lass mich fahren! Und das finde ich auch so cool. Guckt euch mal die Flammen an und guckt euch mal den Radstand an. Also ich meine, ne? Also, da, hallo, GTA ist dagegen ein Scheißdreck. Dieses Spiel ist so realistisch. Voll in die Kamera reingeflogen. So, ich mache wieder meine übliche Personenkonstellation, die ich mitnehme. Auch mein Hals kratzt ein bisschen. Ja, ist kein Ding, Schätzchen. Sei bitte nur leise. Ups. Oh, und damit wäre Fahrgast 2 abgearbeitet. So. Schön gedreht. Ups. Upsies. Ich mach mal mit Julius. Upsies. So, nehmen wir den Opi mit. Hey, Holger, zum ATX-Transporter bitte. Wie ist das? Ach komm, ist egal. Jetzt ist wieder richtig. Wir waren gerade so mit dem vorderen Rad im Boden versunken. Gut, manchmal bringe ich so schlechte Witze, da könnte ich eigentlich auch wahrscheinlich im Boden versinken, aber das ist eine andere Geschichte. Au. Es geht. Klug hat er in seiner reinsten Form. Was ich auch noch sagen wollte, also ich habe das Spiel wirklich schon, klar, ich habe auch mal irgendwann so zu spielen, die ich gerne mag oder so, oder die ich mir irgendwie noch nicht zugetraut habe, als ich jünger war, oder weiß ich nicht, die ich einfach mal sehen wollte, habe ich einfach mal so Let's Plays so angeguckt, kann ich da stunden? Lol, der wird dann direkt ins Auto geportet. Habe ich einfach mal so Let's Plays angeguckt und natürlich, ach komm, ich sammle ihn jetzt ein, wenn ich gerade hier bin. Das ist einer der besagten goldenen Steine. Jawohl.
Und davon gibt es auch in jeder Welt, also es gibt in jeder Welt, im freien Modus, so wie jetzt hier im Rumfahren, gibt es 2 Tornados und 3 goldene Scheine. Und dann kann man noch für jedes Rennen, das man gewinnt, ebenfalls goldene Steine gewinnen. Und so kommt man halt am Ende auf 35 goldene Steine. Achso, ein Schild, ja. Nee, alles klar. Geht das hier? Ha, das habe ich immer gerne gemacht. Dafür ist noch Zeit. Hui! Flatsch. Entschuldigung. So, und den letzten... Ich dachte schon wieder den Doc. Es geht. Ja, kein Ding. Naja, und so kann man halt seine ganzen versteckten Sachen einsammeln, also die ganzen versteckten Sachen einsammeln und am Ende bis auf 100% spielen. Und ich werde natürlich 400 auf 100% spielen, weil das ist nun wirklich nicht schwierig. Und das Spiel kann man an einem Nachmittag eigentlich durchzocken. Es ist schon fast so wie Mirror's Edge. Fast richtig. Hier zum Polizeipräsidium wolltest du, genau. Gut, Aufgabe beendet. Das hast du prima gemacht, Holger. Ja, das kennen wir jetzt schon. Die stehen übrigens gerade auf dieser kleinen Metallbrücke, die wir schon die ganze Zeit und so... Ja. Und schön, was mir auch schon mal öfters passiert ist, sobald dein Charakter anfängt zu reden, sofort den Hand vom... bei mir ist jetzt der A-Knopf zum Vorspulen, sofort den Daumen darunter nehmen, weil manchmal wählt er dann direkt Haftung aus, obwohl du das gar nicht wolltest. Leistung. So. Und jetzt sammeln wir noch, bevor wir machen jetzt, ich versuche es immer so, bevor ich überhaupt anfange Rennen zu fahren, sammle ich erst alle Boni ein. Nein. Oh, ich Idiot. Ey, hier sagt jetzt keiner, das stimmt. Ja, man kann die auch immer wieder fahren, aber man kriegt dafür keine Boni mehr, sondern hat einfach nur so ein kleines Minispiel. Jetzt fängt der Alte wieder an zu reden, ne? Unfassbar. Warum steckt der eigentlich im Boden? Nö, ist doch nicht so, dass ich irgendwas zu tun habe oder so. Bonus. Ja. Bonusspiel beenden. Ja. So, und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so blöd wie am Anfang wieder da reinknallen. So, wir haben jetzt den Stern bei der Post. Den Stein bei der Post eingesammelt. Oder? Ja, der lag ja da auf diesem braunen Plateau, das ihr da jetzt gesehen habt. Lasst mich überlegen, wo waren die anderen beiden Sterne? Einer war noch hier unten. Genau, der ist da. Und bester Sound ever. Ja, wo war der letzte Stein? Ja, ich meine, ich hab's gleich wieder. Ich muss auch ein bisschen überlegen. Ist auch schon sehr, sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Stimmt, gute anderthalb Jahre. Aber ich glaube, der war hier unten irgendwo. Bin ich dran vorbeigefahren? Also der müsste, glaube ich, auch irgendwo am Ufer oder so gewesen sein. Nee, da ist der Tornado. Möglichst nicht rein. Gab es den letzten Stein auch, genau. Nein, nicht ins Wasser. Dammit. Habt ihr nicht gehört? Ja. Mein Gott. Oh, siehst du ja nicht. Nicht so tief. Danke. Nein, nicht ins Wasser. Alter, wo ist dieser verdammte Stein? Was das hier ist, werdet ihr alles noch erfahren. Aber... das und noch vieles mehr im nächsten Teil. Also bin ich blöd? Ey, nee, ihr müsst darauf nicht antworten, das ist eine rhetorische Frage. Ey, der muss doch hier irgendwo gewesen sein, aber das... Oh, mein Auge juckt. Boah. Wo war der?